Und jetzt heben wir ein bisschen ab. Matthias Maurer, unser Mann im All, heute live und ganz irdisch hier bei uns im Studio. Und was er alles erlebt hat da oben, das wollen wir uns jetzt erstmal anschauen. Er ist unser Mann im All, schwebte monatelang über uns, Matthias Maurer. Als 12. Deutscher durfte er das, wovon Millionen träumen, völlig losgelöst im Weltall sein. Am 11. November 2021 wurde für den 52-Jährigen der Lebenstraum wahr. Nach jahrelanger Vorbereitung startete Maurer als Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation ESA zur Internationalen Raumstation ISS. Die Maurer-Mission mehr als erfolgreich. Ob zahlreiche Experimente in der Station oder der Weltraumspaziergang. Für unseren Matthias Maurer ein Kinderspiel. Doch damit nicht genug. Auch diese Ehre wurde Maurer zum Teil. Als erst 4. Deutscher der Geschichte kam er bei Arbeiten außerhalb der ISS zum Einsatz. Für Maurer natürlich gar kein Problem. Nach mehreren schwerelosen Monaten ging es für den gebürtigen Saarländer zurück zu uns auf die Erde. Am 6. Mai landete Maurer wieder auf seinem Heimatplaneten, wasserte im Golf von Mexiko vor der Küste Floridas. Ein Weltraumeinsatz, der preisverdächtig ist. Kein Wunder, dass Matthias Maurer Ende September mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Und das mehr als verdient. Und jetzt bei uns, bei Bild Live, Matthias Maurer, Astronaut. Herzlich willkommen hier im Studio. Schön, ja, dass Sie da seit sind. Einigen Wochen wieder auf der Erde zurück. Und jetzt wissen wir, was wir im Moment alles für Krisen haben. Wollen Sie am liebsten wieder weg? Absolut. Als ich gestartet bin, im letzten Jahr, am 11. November, da war die Welt noch in Ordnung. Und ich hätte eigentlich ganz gerne wieder diese Welt, die ich damals verlassen habe, und nicht dieses Chaos, was wir jetzt haben. Also Sie würden heute wieder los, wenn Sie heute gefragt würden? Sie ich würde heute sofort wieder starten. Rakete, zack, wieder weg. Natürlich. Aber ich wünsche mir natürlich auch hier für den Planeten Erde, dass wir wieder die Bedingungen haben, die wir vor diesem Flug haben. Wie ist das eigentlich da oben? Spricht man über sowas mit seinen Kollegen? Redet man über die Krisen, die es gerade auf der Erde gibt, die man teilweise ja sogar sehen kann von oben? Man kann Feuer sehen, ne? Ähnliche Kriege auch erkennen. Haben Sie darüber gesprochen in der Zeit? Ja, also definitiv. Wir sind ja oben auch dann mit dem Internet verbunden, haben die Nachrichten oben genauso aktuell wie hier unten. Und wir alle hatten das mitverfolgt, als sich diese Spannungen aufgebaut haben. Aber keiner von uns hat wirklich geglaubt, am 24. Februar, dass da wirklich ein Krieg losgeht in Europa. Wir dachten, aus diesen Zeiten sind wir lange schon raus. Wir haben mit dem Modell ISS gezeigt, dass man durch friedliche Kooperation viel erreichen kann. Und für uns ist eine Welt zusammengebrochen, als wir erfahren mussten, da ist Krieg auf der Erde. Aber ist das nicht irre, dass man im Weltall dort auf so engem Raum auch jetzt gerade noch miteinander unterwegs ist? Das ist ein schönes Zeichen, aber auf der Welt ist man völlig unterschiedlicher Meinung gerade. Und jetzt sitzen Sie sozusagen mit dem russischen Kollegen nebeneinander dort auf engstem Raum. Das ist doch eigentlich irre, dass das funktionieren soll und muss. Ja, also in erster Linie sind wir dort oben sieben Menschen, die lange trainiert haben, die gleiche Vision haben. Wir möchten in den Weltraum fliegen, wir möchten erkunden, was es dort draußen gibt, weil es gibt ganz wichtige Fragestellungen, die wir lösen wollen. Und nur in zweiter oder dritter Linie sind wir ein Deutscher, ein Amerikaner, ein Russe. Und das Vertrauen, was wir oben aufeinander haben, das muss 100% sein. Ansonsten kann ich nicht aus der Raumstation aussteigen und einen wichtigen Einsatz durchführen. Wenn da etwas passiert, gibt es nur einen Menschen, der mit mir auch draußen dabei ist. Und es ist mir egal, ob der einen russischen Pass hat oder einen amerikanischen Pass hat. Da hängt mein Leben von dieser zweiten Person ab. Und wir als Astronauten haben gelernt, unser Raumschiff funktioniert nur durch Vertrauen und Zusammenarbeit. Und wenn wir von oben runterschauen auf die Erde, dann ist die Erde für uns auch nur ein Raumschiff, ein ganz großes, mit 8 Milliarden Astronauten. Und für uns ist es eigentlich klar, die Herausforderungen der Erde können wir nur lösen, wenn alle 8 Milliarden Astronauten zusammenarbeiten. Oh ja, ja. Und, so schwierig. Ja. Ja. Sie haben auch gesagt gerade, es geht natürlich auch darum, im All eben Fragen zu lösen, Antworten zu finden auf Fragen, die die Menschheit schon auch sehr lange bewegen. Eine Frage ist natürlich auch die nach außerirdischem Leben. Wenn man jetzt die ganze Zeit da oben ist, zwischen diesen Sternen, kommt man da ein bisschen näher dran, fängt man da ein bisschen mehr an, dran zu glauben, wir können doch hier eigentlich nicht alleine sein? Ja, also ich bin Wissenschaftler. Ich denke jetzt nicht einfach, da fliegen irgendwelche grünen Wesen rum und ich habe Angst vor denen, sondern wir wissen, es gibt 100 Milliarden Galaxien und jede Galaxie hat Pi mal Daumen 100 Milliarden nochmal Sonnensysteme. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal ein Sonnensystem gibt, ähnlich wie unsere, mit einer Erde, mit Bedingungen, die Leben ermöglichen, ist so viel größer, als ein Sechser im Lotto zu haben. Ich habe zwar noch nie einen Sechser gewonnen, aber es gibt ja mal wieder welche. Also für mich ist es eigentlich gesetzt,
dass es dort draußen eine zweite Erde gibt. Ob dort dann das Leben entstanden ist, wie auf unserer Erde, ist die große Frage. Gibt es Pflanzen, gibt es kleine Tierchen, gibt es Werden wir das noch miterleben, unsere Generation? Werden wir das noch schaffen, dass wir sehen, okay, wir können vielleicht auch kommunizieren mit anderen Wesen? Wir können ja leider nur mit Lichtgeschwindigkeit kommunizieren. Das heißt, wir können eigentlich nur die Planetensysteme in unserer Nähe erreichen. Und ich denke, das Leben, was es da draußen gibt, das ist vermutlich so weit weg, dass wir damit zu unseren Zeiten mit der jetzigen Technologie nicht kommunizieren können. Und ich finde es auch ganz spannend, wenn es eine Zivilisation draußen gibt, die dann vielleicht 1000 Jahre vor uns gestartet ist, wo ist die denn schon? Und wenn die uns anschauen, was denken die von uns Außerirdischen? Den Fuß auf den Mars setzen sozusagen. Werden wir das erleben? Ja, also ich werde vom Sofa aus erleben. Die ESA plant, 2030 möchten wir den ersten Europäer, die erste Europäerin auf dem Mond haben. 2040 rum, das finde ich jetzt ein bisschen sportlich, vermutlich in den 40er Jahren, möchten wir die erste Europäerin, den ersten Europäer auf dem Mars haben. Mhm. Und das sind spannende Zeiten. Ich hoffe, an Kapitel 1, Mond, darf ich nur aktiv mitwirken, selbst vielleicht auch dorthin fliegen. Oh. Mars ist wahrscheinlich etwas für die Generation der heute dann ganz jungen Kinder, die vielleicht heute zuhören und begeistert sind und die dann in Zukunft dann uns die Geschichten erzählen werden. Also die Menschheit war ja schon mal auf dem Mond. Was erhofft man sich denn jetzt noch mal von einem Trip dahin? Was würden Sie sich davon erhoffen, da jetzt irgendwie noch mal zu finden? Mond hat man damals gemacht als Wettrennen, um zu zeigen, hier USA ist besser, ein besseres System als die Sowjetunion. Und es war wenig auf Wissenschaft fokussiert. Man hatte bei dem letzten Flug zwar einen Wissenschaftler dabei, aber jetzt möchte man hinfliegen, um viele wissenschaftliche Fragen zu lösen. Mhm. Im Mond gibt es, das weiß man mittlerweile, es gibt Wassereisen, ganz tiefen Kratern in der Polregion. Das sind Ressourcen, da könnte ich eine Station aufbauen, ähnlich wie heute in der Antarktis, wo Forscher sind. Mit dem Wassereis kann ich natürlich Trinkwasser herstellen, das Wasser kann ich aufspalten in Wasserstoff und Sauerstoff, also kann ich auch Atemluft erzeugen. Wasserstoff und Sauerstoff ist aber auch Raketentreibstoff, das heißt, ich kann auf dem Mond einmal volltanken und zum Mars durchstarten. Und ich kann dieses Wassereis, das ist ganz spannend, das ist ja irgendwann mal auf dem Mond gelandet. Und das ist zur gleichen Zeit auf dem Mond eingeschlagen, als auch Kometen, Asteroiden Wasser auf die Erde gebracht haben. So, und wenn wir jetzt überlegen, wie ist das Leben auf der Erde gestartet? Das kam aus dem All, hereingebracht mit solchen gefrorenen Wasserreserven. Und das heißt, auf dem Mond könnten wir in diesem Eis vielleicht noch Spuren finden, die uns erklären, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. Eventuell auch mit Mikroben, kleine Bakterien, ähnliches. Ja, ja. Sehr spannend. Um eins beneide ich Sie, um mindestens eins, ja wirklich, um vor allen Dingen Ihren Blick auf uns da unten, na, auf unsere Erde, auf die schöne Erde. Und Sie haben uns ganz besondere Fotos mitgebracht, auf die wir einmal gemeinsam schauen können. Der ganz besondere Blick von ganz oben auf unsere Erde. Und vielleicht können wir ein paar dieser Fotos einmal zeigen und Sie erläutern einfach mal, was wir hier sehen. Also hier sehen wir einen Blick auf die Erdatmosphäre. Und man sieht ganz schön, dieses Farbenspektrum ist ähnlich wie im Physikunterricht, wenn das Licht aufgespalten wird. Und genauso sieht es aus dem Weltraum aus. Das haben Sie gemacht aus dem Fenster sozusagen? Ja, das habe ich aus dem Fenster gemacht, aus dem russischen Fenster, weil dieses russische Fenster hat eine andere Beschichtung als unser Cupola-Fenster. Wir sollen ja keinen Sonnenbrand oben bekommen in dem starken Sonnenlicht, deswegen sind da andere Filter drauf. Und hier, dieses Bild zeigt einmal, wie schön, wie dünn auch diese Schicht ist um die Erde rum. Und alles, was da so blau und rot dargestellt ist, dort ist Leben möglich. Außerhalb, wo es schwarz ist, ist Leben nicht möglich. Und das finde ich so faszinierend. Es gibt keinen Plan B. Wir haben nur unsere einzigen Planeten Erde und auf der Erde auch nur diesen dünnen Saum. Und je nachdem, wie die Sonne steht, sieht dieser Saum auch aus wie eine Seifenblase. Und die einfach ganz schnell platzen könnte. Ja, also die wird natürlich nicht platzen, die ist stabil. Der erste Blick auf die Erde ist, wir müssen so viel sanfter mit unserem Planeten umgehen, weil das ist das Einzige, was wir haben, wo wir leben können. Dass die Erde sich verändert, sieht man auch an anderen Bildern, die Sie mitgebracht haben, zum Beispiel aus Patagonien. Da sieht man auch die Eisberge, natürlich auch ein sehr, sehr kritischer Punkt. Wie fühlt sich das an, wenn man das von oben so sieht? Was denkt man dabei? Ja, also hier, das ist Feuerland zu sehen, auch nochmal der dünne Schweif oben, der Saum, die Atmosphäre. Ich war dort auch als Student unterwegs und habe dort die Gletscher gesehen, die dann dort auf dem Boden entlang rutschen und die sehr, sehr mächtig sind. Und die sind jetzt mittlerweile weniger mächtig geworden. Das heißt, da erkennt man den Klimawandel.
Und das gibt mir dann schon sehr viel zu denken. Ich sage, okay, wir Menschen, wir richten diesen Planeten, ich will nicht sagen zugrunde, aber wir verändern ihn so nachhaltig. Wir müssen nachhaltiger denken, auch damit die nächsten Generationen noch genauso Lebenschancen haben auf unserem Planeten wie wir. Mhm. Dazu passt auch das Foto vom Korallenriff, was Sie gemacht haben. Können wir auch noch mal draufschauen. Also auch da geht es um die Veränderung unserer Erde, um die Veränderung unserer Meere, unseres Planeten. Ja, das ist eine Insel auf den Bahamas. Mhm. Und was da so in hellem Türkisblau dargestellt ist im Innenraum, das ist so Korallenbereiche. Und Korallen sind ja ganz, ganz wichtig für die Lebensmittelkette. Also dort leben viele kleine Lebewesen, die dann Nahrungsmittel sind für die größeren Lebewesen und die dann irgendwann zu Fischen werden, die wir dann essen bei uns auf dem Küchentisch. Und das heißt, wenn dort eine Veränderung einsetzt, dann merken wir das später auch bei uns. Und wir wissen jetzt, durch die Erwärmung der Meere sterben diese Korallen ab. Und das können wir sehen aus dem Weltraum. Kurz nachdem ich oben weggeflogen bin, waren enorme Temperaturen in der Gegend von Australien. Und die Korallen sahen damals nicht mehr so aus dem Weltraum, sondern waren total weiß geblichen. Und während meines Trainings hatte ich auch, sag ich mal, die schöne Gelegenheit, unter Wasser zu tauchen. Vor Florida habe ich dann 16 Tage unter Wasser gelebt, mit dem Ziel, dann den Mars zu erkunden. Das war wirklich so eine Übung. Aber wir haben damals auch parallel dazu Wissenschaft gemacht und haben abgestorbene Korallenbänke wieder aufgeforstet, um sozusagen hier zu sehen, was kann die Wissenschaft dazu beitragen, diese Korallen zu retten. Ganz wahnsinnig spannend. Wir könnten noch Stunden mit Ihnen reden, Herr Maurer. Leider geht uns die Zeit ein bisschen aus. Aber wir danken Ihnen sehr, dass Sie hier waren, dass Sie diese Eindrücke mit uns geteilt haben. Dankeschön. Herzlichen Dank.